Da, 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 da. Schon wieder? Hast recht. Ihr wisst, was wir meinen. Hello and welcome to the finals of this year's Eurovision Song Contest. If you don't speak German, you have two possibilities. Either you learn German or you turn on the subtitles on the bottom right corner. Have fun. Bonjour tout le monde. Bienvenue, c'est notre émission spéciale pour la prévision de la finale de l'Eurovision. Allumez vos sous-titres et c'est parti. Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe zum Eurovision Song Contest 2017. Ihr seht, wir haben uns heute besonders schick gemacht, also Ja. einer von uns. Und schön, dass ihr dabei seid. Ja, mehr oder weniger geile Semifinals sind jetzt hinter uns. Was sagst du? Wie fühlst du dich nach den Semifinals? Ah, ich hatte bei der Show in Schweden letztes Jahr irgendwie mehr Spaß. So die ersten beiden Halbfinals haben mich nicht umgehauen. Also größtenteils unfassbar schwache Live-Performances. Ach so, von den Künstlern selbst Ja, meinst du jetzt, gell? genau. Ach so, ich dachte jetzt, ich war jetzt noch bei den Hosts, aber ich fand die halt am Donnerstag sehr viel besser als am ersten Halbfinale. Also anfangs die Choreografie war ganz cool. Und die Songs, ja, also da müssen wir im nächsten Jahr echt mal die Live-Auftritte uns anschauen, bevor wir da was bewerten, weil da haben ja auch echt sehr viele abgekackt. Vor allem mein großer Favorit Mowgli, ne? Ja. Der hat ja mega schlecht gesungen, Fand's? also Nein. doch, Der Australier? der hat sehr schlecht gesungen. Du lügst. Nee. Der hat einen Ton, also ein Das hat er verkackt. Aber Das alles ist andere auch. fand ich den wie auf CD. Nee, fand ich absolut nicht. Gar nicht. Echt Nee, nicht? echt nicht. Nee. Es gab auch positive Überraschungen. Zum Beispiel Weißrussland. Fand ich gut. Hat mir Spaß gemacht, gestern zuzugucken. Vor allem auch der ganze Auftritt mit den weißen Klamotten Hm. und so, wie die da beide standen. Den Mann fand ich etwas schwächer als die Frau, aber hat gebockt, hat Spaß gemacht. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich ab jetzt, wenn ich Prognosen gebe, nur noch die Live-Auftritte gucke, weil Richtig. du kannst nicht nach den Songs auf CD gehen. Zum Beispiel hatte Serbien im zweiten Halbfinale vorne. Das war schwach. Live war es einfach schwach. Hätte ich im ersten Halbfinale gewusst, dass Polen so ein Ding da abliefert mit so einem Kleid, hätte ich gesagt, Polen ist weiter. Also ganz viele, die ich auf CD gut fand, fand ich live dann wirklich schwach. Und nochmal zusammenfassend finde ich, beide Halbfinals hatten keine fetten Highlights für mich. Wer hat für dich das erste Halbfinale gewonnen? Wer das zweite? Also das erste Halbfinale hat für mich auf jeden Fall Moldova gewonnen mit dem Epic Sax Guy. Das war Ja. der einzige Song, der so richtig Spaß gemacht hat, wo ich mich gefreut habe, den zuzugucken. Ich hatte das Gefühl, die haben Bock, den zu performen. So war ein geiler Auftritt, war der Epic Sax Guy. Dann im Green Room hat er super funktioniert für mich, der Typ. Also es war allround der beste Auftritt. Und ja, sowas wie Zypern zum Beispiel fand ich gut. Für mich war der große Gewinner vom ersten Halbfinale Portugal. Kommst du nicht drum rum? Der hat die Leute überzeugt, ist jetzt einer der Mitfavoriten seit diesem Auftritt. Für mich war der, also ob ich es nur mag oder ob ich es nicht mag, für mich hat Portugal das erste Halbfinale gewonnen und das zweite Halbfinale war für mich klar Bulgarien. Ja, zweite Halbfinale war Bulgarien stark, muss ich sagen. Aber also am meisten Spaß hat mir auch wieder Jodelit gemacht, ne? Also Rumänien. Und wie in meiner Prognose, Jodelit ist durch die Decke gegangen. Wir haben jetzt tatsächlich schon über 36 Songs gesprochen, sechs sind aber noch offen, die Big Five inklusive dem Gastgeberland, also der Ukraine. Ja. Ich würde sagen, wir legen direkt los und Start. gehen in der Reihenfolge, wie sie denn beim Finale am Samstagabend auftreten. Und zwar geht's los mit Startnummer 9, Italien, mit Occidentalis Karma. Occidentalis Karma. Was für ein klangvoller Song, was für ein klangvoller Name, der Superstar unter den Buchmachern. Wunderbarer Typ, sieht stylisch aus, hat geile Klamotten an, hat einen geilen Bart. Ich überlege mir, den so zu machen. Meinst du, würde mir stehen? Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ja. Cooler Typ, geiles Lied mit viel Spaß, gute Laune, hat eine tolle Message. Wie gesagt, der Stil ist, die Klamotten, die er trägt, finde ich super nicht lässig, aber super stilvoll und halt ein richtiger Italiener, muss man sagen. Ja, also die Haare top gestylt und dann nimmt er bei dem Lied das Publikum mit, am Ende dieses Namaste und dann das Publikum, alle! Finde ich richtig geil. Im Moment ist Onchilidelis Karma, was Ja. übrigens nichts mit dem Zahnarzt zu tun hat. Nicht? Nee, Occidentali. Verstehst du? Nee. Hast du verstanden? Nee, Hast du verstanden? verstehe ich Versteh nicht. mal. Nee, verstehe ich Versteh mal. nicht. Erzähl mal. Occidentali, Dental. Verstehst du? Verstehst du? Oh,
Es tut mir leid. Also erstmal freue ich mich, dass du dich verliebt hast. Es wurde endlich mal wieder Zeit. Und wie denn Palis Karma? Ich kann es nicht verstehen. Also er ist wirklich bei den Wettbüros ganz oben seit Wochen. Ich verstehe das Lied nicht. Das ist für mich ein typisches italienisches Lied, was vor 20, 30 Jahren hätte rauskommen können. Das haut mich so gar nicht um. Ich habe diesen Hype nicht verstanden. Das Lied hat für mich nichts Besonderes. Ich finde auch dieses am Anfang italienische gesungen in dieser Stimme. Ich weiß nicht, für mich funktioniert es einfach nicht. Und deswegen sage ich jetzt schon, das Ding gewinnt auch nicht. Hola, ¿qué tal España? Kommen wir zum spanischen Song mit dem wunderschönen Namen Do It For Your Lover. Do it for your lover, 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 do it for your lover. Was hältst du von dem Song? Ist halt Surfer Boy mit Surfer Song und habe mir schlauerweise... Kannst du es noch 3 Minuten machen? Die Live-Version angehört. Ach, sehr gut. Und ich glaube, ist nicht so krass. Also ich fand ihn so am Anfang ein bisschen catchy so, aber dann beim zweiten Do It For Your Lover. Also wenn es da, ist das ja eine Never-Ending Story. Ist es. Do It For Your Lover war halt dann, dass ich gesagt habe, doch nicht. Also ich finde auch, das ist ein typisches Radio-Sommerlied, ja. aber keins, wo du mitsingst oder wo du mittanzen willst. Sondern was zum Beispiel würdest du mitsingen bei dem Lied? Ja, Do It For Your Lover, Do It For Your Lover. Do it for your lover, do it for your lover. Das ist das Einzige, was du mitsingst, aber das ist so ein Song, der kann am Strand irgendwie im Hintergrund laufen, der tut nicht weh, aber der macht dir auch keine Freude. Hast du ein Kaipi in der Hand um morgens um 10? Ja, genau, um 9. Also ist keine Chance, keine Chance. Keine Chance, okay, krass. Hello and welcome United Kingdom. Ihr seid mit Lucy Jones und Never Give Up On You am Start. Guter Song, guter Song. Allerdings, gibt's ein Aber. Ich finde ihn zu musicalmäßig. Ich könnte mir den Song halt perfekt vorstellen in dem nächsten Disney-Film am Ende, wo sie sagt, I never give up on you, und dann wird sie doch wieder gut. So zwei Prinzessinnen, die so ein bisschen Frozen Teil 4, ja. Dass sie sagt, I never give up on you, und dann sagt sie so, ja, Mann, du hast recht, und auf geht's, jetzt geht's los. Dazu würde er passen, aber ich glaube, der Song ist gut, die sieht gut aus, sieht geil aus, sogar. Aber es wird nicht reichen. Sie singt ihn mir auch ein bisschen zu musicalmäßig. Toller Song, aber zu musicalmäßig. Also ich finde den Song auch gar nicht schlecht. Das ist wieder ein Lied, das steht und fällt mit der Live-Performance. Die haben aber im zweiten Halbfinale oder im ersten, glaube ich, schon eingeblendet, wie sie das live performt. Ist natürlich eine Bank, so ganz easy, wie sie das macht. So, das hat sie einfach drauf. Ich finde es ein geiler Song, aber ist auch nicht... prädestiniert, um das Ding zu gewinnen. Aber ich finde, Großbritannien hatte in den letzten Jahren immer richtige Scheiße dabei. Ach echt? Ja, also ich fand es nie richtig gut, was sie da gemacht haben. Und das ist mal ein Song, sogar von den Big Five inklusive Ukraine, nehme ich schon mal vor, mein Highlight-Song. Das Ach ist echt? Der beste Song der Big Five, finde ich. Obwohl, also aber in die Big Five gehört Occidentalis Karma, ne? Ja, ja, ich sag's nochmal. Das ist mein Highlight-Song aus den Big Five. Namaste! Das waren die ersten 3 Songs, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Weiter geht's natürlich mit Deutschland. Dafür müsst ihr einfach auf den Link hier oben klicken. Dann kommt ihr zum zweiten Video. Dann unterhalten wir uns über die weiteren 3 Kandidaten des Finales. Und wir geben den Gewinner bekannt. Bis gleich!